Rennen Nummer 13, der große Preis von Belgien. Ja, ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's nach dem Intro. Scheiße! Hatte der KI in den Hals. Oh Gott! Hallo und herzlich willkommen nach dem Rennen. Ich nehme das Video bzw. den Kommentar direkt nach dem Rennen auf, also ganz frisch die Emotionen noch in mir drinnen. Spa, eine Strecke, die mir eigentlich ganz gut liegt. Ich habe nicht trainiert, eine Stunde vorher bin ich ein bisschen Zeitrennen gefahren, aber letztes Jahr war ich auch mit vorne dabei. Dann gab es ja diesen Safety Car Bug, den wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Ansonsten wäre es da auch richtig spannend geworden. Ilo hinterm Safety Car. Und was passiert jetzt? Bug, Codemaster, schwupps. Alter, lol. Also erst fand ich es richtig witzig. Ich lach aus. Aber da war mir nicht bewusst, dass ein Ilo dadurch einen Flügelschaden bekommt und was natürlich super unfair ist. Ja, letztes Jahr also auch schon Bugs vorhanden. Dieses Jahr ist es nicht viel besser. Auf einer Runde bin ich nicht so schnell, aber im Rennen hatte ich trotzdem Chancen von der Pace her. Aber zuerst gehen wir in die Boxengasse, Qualifying. Der Blick aufs Wetter, wie jedes Rennen eigentlich ein paar Prozent Regenwahrscheinlichkeit, aber es bleibt trocken, sonnig. Ich habe mich für Setup 2 entschieden. Habe ich Last Minute vom Dani den Tipp bekommen. Eigentlich war ich auf Setup 4 eingestellt, aber Setup 2 war ganz gut, ohne irgendwas einzustellen. Bin erst eine Medium-Runde gefahren. Damit war ich aber nur Platz 9 von Platz 10. Deswegen nochmal eine Soft-Runde hinterher, die ich aber nur zu Ende fahren wollte, wenn ich mindestens 1,5 Sekunden schneller bin, weil dann würde ich so knapp vor Rico springen. Das war mein Plan. So, hier die schnelle Runde. Viel zu früh genommen, viel zu weit innen. Also natürlich, ich bin trotzdem ein bisschen im grünen Delta, aber ist der Vergleich zu den Medium-Reifen. Also schon mal ein schlechter Anfang. Da sieht man auch meinen Gesichtsausdruck. Ich bin super zufrieden. Nicht. So, hier Vollgas durch. Das DRS aktivieren. Delta bleibt konstant auf Dann hast du 1,3 Zehntel. So, hier anbremsen, nicht den Körper berühren, sonst dreht es dich garantiert. Auch den linken Körper möglichst vermeiden. Habe ich ganz gut genommen. Ich verbessere mich auf 4 Zehntel grünes Delta. Hier runter in den dritten oder zweiten Gang, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist. Früh raus beschleunigen. Im fünften Gang dann hier schnell um die Kurve rum. Fast ein bisschen zu weit rausgekommen. Wichtig, nicht die Wand berührt. Dann hier achter Gang, schnell runter in den siebten und aber auch schnell wieder hoch in den achten Gang. Hier möglichst viel Geschwindigkeit mitnehmen. Mittlerweile bin ich auf Platz 10. Ja, 8,5 Zehntel, 9 Zehntel. Die Delta-Zeit steigt und steigt. Die Kurve habe ich ganz okay genommen. Aber ich wusste, ich werde es nicht nach ganz vorne schaffen. Die schnellsten waren da 2 Sekunden oder mehr als 2 Sekunden weg von mir. Lila, mittlerer Sektor hat nicht viel zu bedeuten. Kann auch wieder ein Bug gewesen sein, Anzeigefehler. So, ich bin zu 1,3 Sekunden im grünen Delta. Jetzt habe ich schon überlegt, fahre ich durch oder fahre ich nicht durch. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ich fahre durch. Also das schaffe ich ja, meine 1,5 Sekunden Verbesserung als Ziel. Kompliziert die letzten beiden Kurven, da hat es mich gerne auch ein bisschen gedreht. Hier die Curbs leicht berühren, mitnehmen. Den zweiten Gang und dann hoch in den dritten Gang. Und dann steige ich mich sogar auf 1,6 Sekunden Verbesserung. Ne, 1,43,8 für mich ganz okay. Aber trotzdem nur Platz 7. Also ja, gut. Hätte ich mir wahrscheinlich auch sparen können, aber ich wollte halt auch im DS-Zug bleiben im Rennen, deswegen bin ich auf Soft gefahren. Dani, erster starke Zeit wieder, D-Stream, Ilu, Alex, also alle knapp beieinander. Ich glaube, ich war nur 18. hinter Platz 1. Deshalb, wir steigen direkt ein ins Rennen, fünftes Licht, er ist aktiviert. Meine Starts mittlerweile ganz okay, also ich komme immer relativ gut weg. Hier auch ein bisschen schneller als Tobi, aber ich habe recht früh gebremst. Habe dann natürlich den schlechteren Kurvenwinkel, Rico kann außenrum vorbei. War mir in dem Moment auch egal. Jetzt erstmal auf mein Gesicht. Also, ja, meine Motivation ist mir auch so im Gesicht ablesbar, muss man momentan einfach auch sagen. Aber gut, ich fahre natürlich trotzdem mit. Ich werde am Ende auch noch mal ein paar Worte dazu sagen, wenn ich es nicht vergesse. So, da vorne geht es natürlich eng zu. D-Stream neben Dani, neben Ilu, die fahren jetzt so dritt in die Kurve rein, haben Berührungen und Ilu dreht da halb weg. Ohne Schaden, Gott sei Dank.
Und somit Platz 7 für mich. Hinter mir Bass dreht sich weg. Vor mir Alex dreht sich weg. Also, das lief natürlich für mich da erstmal ganz gut. Und somit schon mal vor auf Platz 6. Und da konnte ich sogar auch mal wieder ein bisschen lachen. Also, da war die Stimmung gleich besser bei mir. Schadenfreude, deshalb Freude ist auch die schönste Freude. Aber die vergeben wir noch schnell genug. Erstmal Jagd auf Rico machen. Ja, auch hier war ich noch gut drauf. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich auch mal freudig gelacht habe. Ilo ist schon wieder an mir rangefahren, der war schnell unterwegs. Vor mir Rico, Tobi. Tobi hier leichter Quersteher, kommt natürlich dann hier schlecht raus. Ich nutze meinen ERS und gehe an Tobi vorbei. Somit Platz 5 für mich. Also ja, guter Start, gute ersten Runden und ich bin gut nach vorne gekommen. Jetzt direkt an Rico dran. Natürlich noch ohne DRS. Wir sind erst in Runde 2, das war noch nicht aktiviert. Aber ich hatte gut Überschuss, ich hatte ERS-Reserven und Windschatten. Und es war jetzt schon eine zähe Geschichte, da vorbeizukommen, aber ich habe es versucht. Das sage ich auch, es ist eine zähe Geschichte, aber ich habe es geschafft. Ilo bleibt hinter Rico erstmal. Von dem her erstmal zufrieden. Platz 4 auf einmal, also da war was drin. Dann der Sprung in Runde 3. Ilo 1,8 Sekunden hinter mir. Ich bin an Leonard dran im DRS-Fenster. Der hat kein DRS zu Dani. Heißt, das war möglich, ihn auch zu überholen. Also ich war gut im Rennen drinnen. Platz 3 dann war plötzlich schon erreichbar. Und Dani nur 2 Sekunden weg. Aber diesmal kein Ego-Dumper, sondern passt auf. Aus dem Nichts, ja, Fehler, Verbindung zu Steam verloren, also mein Internet war da, Teamspeak, ich war drin und so, also man hört es ja auch noch, es geht weiter, aber ich werde rausgekickt. Ja, wie gesagt, Platz 4, knapp hinter den ersten und dann 1,5 Runden später, immer noch unzufrieden natürlich, komme ich zurück auf Platz 7, die Bots fahren ja ultra langsam. Ich habe jetzt leider keine, ich sehe jetzt hier den Leonard nicht, wie viel Zeit ich hinter ihm bin, aber es hat mich bestimmt wieder 10 Sekunden oder so gekostet, keine Ahnung. Ja, dementsprechend, ja, am liebsten wäre ich gar nicht mehr weitergefahren, aber gut. Ich war trotzdem noch mit, ich war ja noch irgendwo mittendrin dabei. Alex war jetzt 2,6 Sekunden hinter mir, trotz Andrea. D-Stream, trotz, boah, Alter, ich glaube auch Andrea vor, knapp vor mir. Jetzt waren wir da irgendwie alle im Mittelfelder zusammen. Ja, Sprung in Runde 5, Erlex auf Platz 6. D-Stream ist schon, oder André ist schon an Erlex vorbei, Alex, Emilian. Und jetzt war er natürlich fällig vor mir. Er hat kein DRS von André bekommen, ich bin im DRS-Fenster von Alex und da greife ich natürlich an, möglichst schnell vorbeikommen, damit ich auch an Alex oder auf Alex hinter mir nicht so viel Zeit verliere. Wir waren relativ ähnlich von der Geschwindigkeit im Rennen. Alex mit Setup 4, glaube ich mit Setup 2. Und da sieht mir Leonard, also nochmal einen Platz gut gemacht durch Fehler von anderen. Und noch an Alex vorbei, somit schon wieder auf Platz 5. Also... ja, Schadensbegrenzung, trotzdem gut Punkte dann drinnen, aber ja, ohne meinen Kick wäre ich ganz woanders im Rennen gewesen. Da hätte ich auch viel mehr DRS und so von den Vorderen bekommen. So, wir sind in Runde Nummer 8, ein paar waren schon in der Box, ich fahre jetzt in die Box, Alex direkt hinterher. Ja, von Soft auf Medium Reifen, ein Stop, ganz einfache Strategie, da gab es nicht viel zu überlegen. Die andere Überlegung wäre nur gewesen, Medium Soft, aber... ja, durch die super schlechte Mediumzeit bin ich dann ja eben meine Softzeit gefahren. Gut in die Box reinkommen, Boxenstopp hat gut funktioniert, habe keine Zeit verloren. Dani und Ilo sieht man schon, sind schon weit weg. Tobi hatte anscheinend Flügelschaden, wurde repariert, deswegen ist er knapp vor mir. D-Stream, aka André auch knapp vor mir. Somit jetzt André, Tobi, ich und Alex ziemlich nah beieinander. Tobi allerdings mit harten Reifen, warum auch immer. Runde 11, ich bin hinter Tobi, 5 Zehntel, er natürlich den Reifennachteil, Alex ist jetzt knapp hinter mir dran und André fährt so langsam weg von uns, der hat ja auch die bessere Pace. Aber Angriff auf Tobi, ja, ich hatte einiges an Abstand hier auf der Geraden, aber ich habe es trotzdem versucht, ich wollte nicht so viel Zeit verlieren und hat geklappt, da hat er auch jetzt nicht groß gekämpft. Ich denke, er hat spekuliert, dass am Ende meine Reifen abbauen und er dann den Vorteil hat. Aber gut, für mich erstmal wegfahren. Alex hinter Tobi, der soll ihn noch ein bisschen aufhalten, dann ist alles gut. Aber gut, Sprung in Runde 14.
Alex natürlich auch, dann auch irgendwann an Tobi vorbei und an mir dran. Ich dachte eigentlich schon, dass ich hier fällig bin. Ich habe hier auch gar nicht mehr mit ERS gearbeitet. Ich habe es dann einfach geschehen lassen. Aber er war dann doch irgendwie noch ein gutes Stück weg. Wobei jetzt eigentlich 4/5, das müsste eigentlich mit DRS und ERS reichen. Aber ich glaube, er hat auch nicht viel ERS verballert in dem Moment, sondern nur sein DRS genutzt. Und dann kam er halt am Ende der Gerade doch irgendwie neben mir und dann hat er es doch noch irgendwie so halb versucht. Aber da habe ich dann mir auch gedacht, nö, wenn du so viel spät angreifst, dann hast du Pech gehabt. Also habe nochmal dagegen gehalten. Natürlich mit dem Bewusstsein, nächste Runde bin ich fällig. So war es dann auch, Sprung in Runde 15. Alex direkt hinter mir. Diesmal nochmal ein ganzes Stück näher dran und diesmal habe ich das Schicksal geschehen lassen und wusste selber nicht so genau, soll ich jetzt rechts oder links fahren, ich bin rechts geblieben, Alex geht dran mir vorbei und jetzt war mein Ziel natürlich erstmal an Alex dran zu bleiben, was mir nicht gelungen ist, also es ist mir schon gelungen, aber ich bin nicht ins DS-Fenster so wirklich gekommen. Ich war im Sektor 2 und 3 immer schneller als er, weil er natürlich das schnellere Setup hatte, aber mit weniger Downforce. Mehr Downforce, ach ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mit weniger Grip. Ich kam besser durch die Kurven. Aber am Ende bin ich doch wieder angekommen. Man sieht jetzt, ich bin an Alex dran. Er hat hier wieder mega geleckt. Hat auch irgendwie woanders hingeschaut. Ist ins Gras gefahren. So, jetzt nochmal Angriff auf Alex. Ich habe mir ERS aufgehoben. Mein Ziel war in der letzten Runde anzugreifen. Dani hat sich in der vorletzten Runde gedreht. Musste in die Box. Heißt, wir hatten jetzt hier auf einmal Kampf um Platz 3. Ich glaube, bei Alex hat sich auch deutlich an ERS aufgehoben. Weil hier zieht er auf einmal plötzlich los. Und ballert, glaube ich, auch aus wie ein Verrückter. Und ich mit meinem 75%, ja, schön, dass ich die habe, aber haben mir auch nicht viel gebracht. Hab's natürlich trotzdem versucht, irgendwie ranzukommen. Vollgas hier durch die Rouge. Ganz gut genommen. Ich bin 0,4 Sekunden hinter Alex. RS-DRS. Er fährt hier seine Linien, dass ich die im Windschatten bin. Aber ich habe hier nicht mal die Chance anzugreifen. Hab noch 50% RS. Aber ja, auf der Strecke kommt keine Überholmöglichkeit mehr, keine richtige. Aber ich habe trotzdem versucht, Druck zu machen, dran zu bleiben, ERS genutzt. Hier versucht, besser rauszukommen. Tobi war übrigens nochmal in der Box, hat mir meine schnellste Runde geklaut. Danke dafür. Und jetzt nochmal Angriff auf Alex, 0,6 Sekunden. Aber ich komme jetzt hier vor allem in der nächsten Kurve deutlich besser raus. Hier hat er gleich einen kleinen Querstoß, der ist ein bisschen auf den Körper gekommen. Ich mit Überschuss versuche nochmal, ERS. Zieh innen rein. Ja, er lässt mir keinen Platz, aber ich muss auch sagen, es war auch meine Schuld einfach, weil ich hier versucht zu überholen. Versucht habe zu überholen, wo man nicht überholen kann. Dementsprechend absolut meine Schuld. Keinerlei Vorwürfe an Alex. Der ist einfach seine Linie gefahren. Ja, Dani kam natürlich auch nochmal ran, aber wir waren in den letzten Kurven. Deswegen, ich war als Platz 4 ins Ziel. Und ja, enttäuschend. Also klar, der Fehler am Ende hat mich um die 10 Sekunden gekostet. Und auch der Kick, also ehrlich gesagt, okay, wir kommen gleich dazu. Erstmal Glückwunsch an Ilo, Platz 1 vor André und Alex. Aber ehrlich gesagt, also ohne den Kick wäre mein ganzes Rennen anders verlaufen. Ich hatte keinen Fehler, natürlich, die anderen hatten viele Fehler. Aber ich wäre halt als einmal durchgefahren ohne Fehler und ich wäre dann, ich sage, ich wäre Platz 2, wenn nicht sogar, ich wäre um Platz 1 mitgefahren. Man sieht ja auch André nur 2 Sekunden hinter Ilo. Wie auch immer, ich fahre natürlich die Saison zu Ende, gar keine Frage. Werde aber auch in das Spiel keine Zeit mehr mit Training oder so investieren. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Vielleicht picke ich mir noch einmal ein Rennen raus und versuche dann nochmal irgendwie einen Sieg zu bekommen. Aber ansonsten werde ich hier keine Zeit mehr groß investieren. Wie es nächstes Jahr noch weitergeht, ich weiß es noch nicht. Die Lust momentan, man sieht es auch wieder in meinem Gesicht, ist gering. Aber danke euch trotzdem fürs Reingucken. Bis nächste Woche in Holland.